sechs Runden. Liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Pokémon Worldwide Nuzlocke Challenge. Wir befinden uns hier in diesem gemütlichen kleinen Haus zusammen mit dieser netten Dame, die mich hier tatsächlich hat ausruhen lassen. Ja, ich konnte hier schlafen und bin jetzt wieder quasi voll geheilt. Wir befinden uns in der Wüste auf der nächsten Route. Ich bin weder zum Schiff gegangen, um irgendwie Team Plasma aufzusuchen, noch habe ich Charon da oben irgendwie... habe ich vor, den irgendwie jetzt die nächste Zeit zu catchen. Denn ich habe absolut keine Lust auf einen Rivalenkampf gerade. Ich bin interessiert daran, jetzt ein paar Pokémon zu fangen, beziehungsweise wir haben ein Pokémon gefangen im letzten Part. Ein Encounter, den ihr bereits natürlich im Layout sehen könnt. Und es ist der kleine Cube, unser Sandan. Nicht der beste Encounter. Ich wette mit euch, wir werden gleich um einiges bessere finden und uns sowas von krass aufregen. Aber okay, wir wollen uns nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Sandan ist ein Pokémon und jedes Pokémon ist uns in dem Moment recht. Außerdem ist Sandan ein Boden-Pokémon und somit haben wir wieder eine Elektroimmunität. Ich meine, das ist jetzt... Ne? Oh, das Ding kann Night Slash, habe ich voll vergessen. Das war ein Crit. Jo, das war ein fetter Crit, Junge. Holy shit. Das Ding ist nur, pretty much jedes Boden-Pokémon, also auch Crocodile von hier, hätte uns eine Elektroimmunität gebracht oder einen Kleinstein oder so. Also ist jetzt Sandan nichts allzu krass Besonderes. Aber, ja, wie gesagt, ich will mich nicht beschweren. Wir haben Walzer, wir haben Night Slash und damit können wir schon mal ein paar Sachen machen. Das einzig Blöde an dem Ding ist tatsächlich... dass es sich in einem Level entwickelt. Was ja nicht blöd ist, was ja eigentlich gut ist, aber wir haben einen Evoliten. Und ich habe halt gehofft, dass wir zum Beispiel einen Crocodile finden, was sich auf Level 40 entwickelt oder so, wo wir dann die Zweitentwicklung haben für eine lange, lange Zeit, um sie mit dem Evoliten auszurüsten. Zum Beispiel, sagen wir mal, ein Moxie-Crocodile, also hier die Vorentwicklung von Rabigator, wäre perfekt gewesen, ne? Dann hätten wir für jeden Kill einen Attack-Boost bekommen und wir haben mit dem Evoliten sehr, sehr starke defensive Power gehabt. Das wäre so ein starkes Pokémon für unser Team gerade gewesen. Aber, ja, wie gesagt, es ist eben ein Sandan, das müssen wir jetzt akzeptieren und das ist eben so, wie es jetzt ist. So, da haben wir ein paar Angler. Will ich Cube in den... Ich will Cube auf jeden Fall jetzt noch entwickeln. Es ist Level 21. Es ist Level 21, damit können wir echt nichts anfangen. Im Vergleich zu unseren anderen Pokémon, die schon auf Level 30 plus sind. Kabuto! Damn, okay. Kabuto wird unser Cube auseinanderflexen. Deswegen switchen wir mal instant zu Mokuba raus, denn Mokuba... wird den Typen vierfach effektiv treffen und resistiert Mudshot. Bra! Alter, das macht nichts. Unser Speed. Ich habe völlig vergessen, was wir für eine krasse Fähigkeit haben mit dem Teil, Junge. Okay, ich gehe für Leaf Blade. Bra! Ich hoffe so sehr, dass wir bald Gigasauger bekommen. Gigasauger wäre das perfekte Gegenstück zu Leaf Blade. Ne, Leaf Blade als physischen Move, der critten kann. Gigasauger als speziellen Move, mit dem wir KP zurückbekommen können. So, du kannst absolut gar nichts machen. Ich resistiere Elektro, ich bin sehr effektiv gegen Wasser. Absolut kein Problem. Oh, warte mal, ich wollte hier eigentlich... Ja gut, jetzt kann ich eh nicht in Sandile reinwechseln. Der Sandsturm bumst mich, ne? Phoebus. Kann das Ding großartig... Ja, nee, ich switch jetzt definitiv nicht in Sandile rein, Alter. Wenn du irgendwie mit einem Aquaknarre um die Ecke kommst, ne? Mit 19 Spätstef, Junge. Die zerflexen dich. Schade, habe ich keinen EP-Teiler. So, Finian. Ja, wir gehen einfach durch die durch, ne, gerade. Also, das ist auch kein krasses Training für Dingens. Aber ich kann halt nicht rausswitchen. Das ist halt echt zu risky. So, wir haben gekrittet das erste Mal mit unserem Leaf Blade. Außerdem ist Mokuba schon bald auf Level 33, ne? Frillisch! Das Ding hat keine guten Death-Werte. Also, es hat okay Death-Werte, aber sehr gute Spätz-Death-Werte.
Und damit sind wir mit Leaf Blade definitiv besser am Start. So, was bekommen wir? 400, fast auf Level 33. Sehr schön. Okay. Cube hat wahrscheinlich super... Ja, Cube hat nichts bekommen. Cube hat so gut wie nichts bekommen. Aber gut, wir bekämpfen trotzdem beide Trainer. Weil, warum nicht? Warum nicht? Fisherman, Hubert, Ormonite. Alright. Dieses Mal switche ich aber raus zu Drizzlos, weil ich habe keinen Bock, vom Sandsturm wieder zerfleddert zu werden. Über 5 Runden im Mokuba. Na, das wäre so ein bisschen kacke. So, wir gehen zu Drizzlos. Hauen den Drizzle raus. Den P-Drizzle. Rollout. Auch der Typ will auf Walzer gehen. Wäre sogar resistiert gewesen. Wow, dankeschön, dass wir so toll gekrittet werden vom ersten Walzer. Jetzt macht nämlich jeder Walzer doppelt so viel Damage. Oder? Macht es das? Der hat weniger gemacht, habe ich das Gefühl. So. Bah! Und das war's. Alter, Drizzlos ist so strong. Wobei man auch sagen muss, dass Omanite sehr gute Def-Werte hat, aber schlechte Spätzle-Werte. Also genau das Umgekehrte. Oh wow, Magic Carp. Kann das Ding überhaupt irgendwas? Ich gehe mal auf Confusion. Oh, es kann Bubble. Es kann auf jeden Fall Bubble. Okay, Moment. Ich gehe, will ich... Magic... Okay, das ist eh tot. Ich habe mir gerade überlegt, soll ich auf Disable gehen, dass er keinen Bubble mehr einsetzen kann und dann switch ich raus und dann mache ich coolen Shit oder... I don't know. So. Jetzt gehen wir für Brian. Auch wenn es resistiert wird, es macht so viel Damage. Es ist Stab und im Regen macht mehr Damage als Konfusion. So. 500 DP, Level 31. Sehr schön. Wir bekommen 3 KP, 2 Spätz-Attack und gute Death-Boosts. Sehr schön. Horsey. Okay. Was will uns dieses Ding machen? Twister. Könnte mich flinchen. Aber ist einfach tot. Alter, also Drizzlos ballert gerade raus, Mann. Der Junge hat so einen krassen Spätz-Attack. Wir treffen nicht mal sehr effektiv, ne? Und Konfusion ist jetzt nicht der stärkste Move. Aurora Beam. Alter, zum Glück resistieren wir das und haben fette Spätz-Def-Werte. Fett. Alter, ich fühle mich richtig gut. Drizzlos ist ein richtig gutes Pokémon. Ich hab ein paar Kommentare gelesen. Fleckmon und so, voll lame. Oh, Mann. Ey, Digga, das ist richtig strong. Das ist richtig strong. Außerdem ist Lamos ein sehr cooles Pokémon, Leute. Ich finde Lamos ein sehr, sehr cooles Pokémon. Eigentlich finde ich Lamos sogar das coolere Pokémon von beiden. Aber leider ist Lamos stärker. Wegen dem ganzen Abschlaggedöns, ne? Lamos tankt locker Abschläge. Da ist irgendjemand mit einem Regenschirm. Ich glaube, ich gehe nochmal kurz in unsere kleine Base zurück. Oh, Tuska! Wow! Das wäre vierfach schwach gewesen gegen Käfer. Holy shit! Okay, jetzt bin ich froh, dass wir Cube bekommen haben, Junge. Da bin ich instant froh, dass wir Cube bekommen haben. Was mache ich gegen das Teil? Ich kann nichts machen gegen das Teil, ne? By the way. Gucken wir mal. Sand Attack steigert unsere Genauigkeit. Ja, moin. So, ist das schon vom Typ Unlicht das Teil? Will ich es riskieren? Komm, wir gehen für Leaf Blade. Scheiß drauf. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich für Dingens gehen soll. Hier für Zen Butthead, aber. Nee, not worth. So, der Sandsturm. Schädigt beide? Das ist interessant. Dass der Sandsturm einen Kaktus schädigt. Ich weiß nicht, Kakteen sind schon super resistent, ne? Gegen solche Sachen, aber... I don't know, man. So. Alter, also jetzt bin ich... Jetzt, wo ich das Ding gerade sehe... Uiuiui, bin ich echt froh, dass wir das Teil bekommen haben und nicht einen fucking Kaktus, Junge. Das wäre sowas von zerflext worden von Käfern. So, Gehen kurz hier lang. Zack. Was haben wir hier? Das ist irgendwie so ein...
komisches Plumfossil. Wir haben nochmal ein Fossil bekommen. Wow. Wir kriegen hier mehrere Fossilien, oder wie? Boah, ich kann echt fast nichts sehen. Ja, habe ich gemerkt. Du hast mich von 3 Metern nicht gesehen. Warum hat die einen Regenschirm? Lady April. Okay. Manti. Oh, Mantirps. Okay. Das dürfte, glaube ich, für ein Level Up. Ah, wobei. I don't know. Weiß nicht, ob das reichen wird. So, ich gehe zu Mokuba raus. Mokuba muss noch ein Level steigen. Außerdem resistieren wir Wassermoves. Und treffen sehr effektiv. Sehr schön. Alter, wir kriegen Speedboost. Ich liebe diese Fähigkeit. Ich liebe Umkehrung Mokuba. Mokuba ist das beste Starter-Pokémon, was wir jemals hatten. Das beste Pokémon, was wir... Ey, wir haben echt nicht mehr viel, ne? Oh, stimmt, das Ding ist noch Flug. Zum Glück haben wir Hippoliten, Junge. Gute Death-Werte. Ey, ohne Witz, Leute. Ne, wir haben echt wenige Pokémon. Wir haben unser Zoompex verloren. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir unser Zoompex verloren haben. Also unser potenzielles. Ne? Wenn ich, übrigens, für alle Leute, die es immer noch nicht kapieren, wenn ich davon rede, yo, wir haben ein Crocodile, wir haben einen Zoompex, dann rede ich von dem potenziellen Zoompex. Ne? Wir verlieren, indem wir Morabel verloren haben, unser zukünftiges Zoompex. Ne? Einfach, dass es klar ist für die Leute, die es nicht verstehen. Wir haben unser Zoompex verloren. Aber wir haben Drizzlers und wir haben Mokuba. Und das ist echt gut. So, gehe ich zu Cube? Ich glaube, ich gehe zu Cube. Der Junge kann nämlich nichts wirklich machen. Stahlattacken werden, glaube ich, resistiert. Steinattacken auch. Wir haben gute Death-Werte. Wir können uns den Switchen mal erlauben. Takedown. Ui. Okay. Was machen wir? Können wir... Nee. Der hat auch gute Death-Werte. Wir wollen jetzt hier keinen Death-Battle machen. Death Battle. Hier. Death Metal. Meth. Kettle. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Egal, ich gehe einmal für Water Pulse. Und natürlich hauen wir uns selbst natürlich bei der ersten Gelegenheit wieder Metal Sound. Geil. Geil, Bruder. Special Defense. Ja, ein Glück, dass du mich speziell angreifst, Junge. Danke. Tod und tschüss. So, dieses ganze Rumgeswitche, ne? Mega ätzend. Das einzig Gute, Freunde, dass wir ein Sandern haben, was quasi schon voll entwickelt ist. Oh, Munchlax. Ist, dass wir tatsächlich ein voll entwickeltes Pokémon haben. Ein weiteres voll entwickeltes Pokémon. Das heißt, seine Stats werden okay sein. Sandama ist nicht das beste Pokémon, aber ist definitiv auch nicht scheiße. So, Chipaway. Bruder, fress das Leaf Blade und verpiss dich mal! Oh, Munchlax, Digga. Was ist Chipaway? Bruder, verpiss dich, Junge. Und zwar instant. Oh mein Gott. Snover, oh nein. Jetzt haben wir ein Problem. Das Ding ist ein Pflanzen-Eis-Pokémon. Das Ding ist ein Pflanzen-Eis-Pokémon. Grass Whistle. Nein. Oh mein Gott. Zum Glück haben wir verfehlt. Es geht auf Grass Whistle, auf ein Pflanzen-Pokémon. Was bist du für ein kleiner Knecht, Alter? Friss die Konfusion. Ey, das Ding, ne? Pflanze-Eis ist der Tod für Sandan. Was macht das Ding hier? Danke. Warte mal, wir haben jetzt ein Schnee-Pokémon gehabt. Davor hatten wir was? Hat die vielleicht so Season-Pokémon? Weil sie April heißt? Huh. I don't know. So, auf jeden Fall, ich werde jetzt meine Pokémon heilen, Freunde. Alter, wir haben 2 Fossilien.
Okay, ich gehe einfach kurz zurück, weil ich will echt nicht jetzt die ganzen Tränke und so verschwenden. Das wäre so ein bisschen dumm. Ne? Oh mein Gott, okay. Oh, zum Glück ohne Encounter. Puh. Ey, es tut mir leid, Leute, dass ich so übervorsichtig bin, aber ich mach keine Mätzchen, ne? Wir verlieren kein einziges fucking Pokémon mehr unnötig. Das können wir uns einfach nicht leisten. Wir haben eine wahrscheinlich Käferarena vor uns, die heftig genug sein wird. Und das heißt, ich werde alles dafür tun, um hier einigermaßen gut durchzukommen. So, wir gehen mal hier rein. Wir finden noch ein Item. Coverfossil. Warum finden wir alle Fossilien gerade hier? Das ist ja crazy. Okay, hier ist zu, da oben gibt's nichts mehr. Moment, hier gibt's bestimmt Items, oder? Hier gibt's bestimmt Items. Oh, tatsächlich. Ich glaube da drüben, ne? Weil das ist halt einfach leer. Ultraball, okay, ein Hyperball. Übrigens können wir auch bald mal versuchen, unserem Sandan, ich mache das glaube ich nach der Entwicklung, mal versuchen ein paar Attacken beizubringen, ne? So, was ist das für ein Typ? Der hat wahrscheinlich Kampf-Pokémon, ne? Der sieht so aus wie so ein Construction-Worker. Ja, ja! Worker Gas, okay. Du hast bestimmt irgendwie... Oh! Okay. Makuhita, Junge. Das wird interessant. Wir haben glücklicherweise ein Psycho-Pokémon am Start. Mit Drizzlis! Drizzlemanizzle! Und er hat 5 Pokémon, das heißt, wir kriegen dank dem Regen nicht mindestens 5 bis 6 Runden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der junge Bellydrum. Wenn der Junge irgendwie eine Attacke hat. Leute, Bellydrum halbiert den KP-Wert, aber macht euch auf plus 6. Das heißt, der hat jetzt maximalen Angriff. So krass. Der hat jetzt 6 Drachentänze drin. Oh, wir outspeeden ihn! Er ist langsamer als wir. Er ist ein fetter kleiner Knilch. Alter, verpiss dich. Holy shit. Haut er einen Bellydrum raus? What the hell, boy? Okay. Mudslap. Gut, der outspeedet uns wieder. Kann unsere Genauigkeit senken. Ist aber okay, wir treffen. Sehr schön. Balltoy. Oh mein Gott. Granidos. Und auch das Ding ist relativ gefährlich, ne? Insbesondere, wenn wir jetzt nicht mehr treffen. Pursuit. Der kann uns verfolgen, der Junge. So, zum Glück treffen wir aber. Absolut kein Problem. Wir haben noch unsere Tränke, etc. Kein Problem. Der Junge ist papierdünn in der Spätzdef. Swinup. Oh, ein Eisboden-Pokémon. Auch das Ding dürfte kein Problem für uns sein. Mudbomb, er verfehlt. Haha. Ich glaube, das hat 85 Genauigkeit, ne? Oder so. Das hat mega wenig Genauigkeit. So. Puh, boah, da ist mir echt das Herz kurz in die Hose gerutscht, ey. Ich habe mich relativ sicher gefühlt, den und den letzten Part, aber huiuiuiui. So, Sandan entwickelt sich und gleich werden wir ihm versuchen, ein paar TMs beizubringen, Freunde. Denn wir brauchen Power. Walzer ist ganz gut, aber das Ding ist leider nicht das schnellste aller Pokémon, ne? So. Sandslash, a.k.a. Cube. Crush Claw? Ist das Zermalmklaue? Tatsächlich. It may also lower the target's defense. Okay. Nein, nicht don't give up on Crush Claw. Natürlich will ich das lernen. Viel besser als Swift. Swift ist speziell. Niemand interessiert sich für spezielle Moves von Sandan.
Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, wir gehen jetzt mal kurz in die ganzen Geschichten. Das ist speziell, juckt niemanden. Smackdown, das ist ein Stein-Move. Der Flug-Pokémon auf den Boden haut. Unable, schade. Sonst hätten wir, das wäre ein sehr guter Move gewesen für Cube. Dann hätten wir einen Stein-Move gehabt mit 50 Power und hätten direkt Flug-Pokémon auf den Boden holen können, um sie mit potenziellen Bodenattacken zu killen. So, Flamecharge. Kann das Ding Flamecharge lernen? Nein, oh, so schade. Schade, Mann. Radfratz kann sogar Flamecharge. Warum kann Cube kein Flamecharge? Okay, Rest kann sowieso jeder. Attract. Thief. Er kann auf jeden Fall Thief, aber Thief bringt uns nichts. Round bringt uns auch nichts. Incinerate bringt uns auch nichts, weil speziell Retaliate bringt uns auch nichts, weil wir nicht wollen, dass Pokémon sterben. Strugglebug ist speziell. Work up. Pluck. Pluck wäre ein sehr guter Move gegen Käfer. Fuck, Alter, warum können die nichts gegen Käfer? Warum können die keine Flug, kein Feuer? Die können nichts gegen Käfer. Rock Smash, das ist, das könnte er wahrscheinlich, aber ist eine Kampfattacke. Das heißt, es bringt uns nichts. Ja, sogar fucking Drizzle ist kann das. Snarl ist speziell, bringt uns auch nichts. Oh Mann, ey, wir können nichts. Das ist so frustrierend. Unsere Pokémon können nicht die Attacken, die wir brauchen. So, hier haben wir noch irgendwie ein Item. Oh, das ist scheinbar da drüben. Okay. Will ich irgendwie noch ein Item ausrüsten? Haben wir überhaupt ein Item für Sandama? Burn Heal. Okay. Ich guck mal, ob ich irgendwie ein Item habe für Sandama, was ihm vielleicht hilft. Wir haben 3 Fossilien, Alter. Krass. King's Rock, Moonstone, Prism Scale, Tiny Mushroom. Nicht wirklich, ne? Ich weiß nicht. Ist das Ding schnell? Wenn ja, hätten wir vielleicht den Kickstein geben können. Aber ich glaube nicht, dass Sandan schnell ist. Beziehungsweise Sandama. 38 Speed. Nee, das ist fast so langsam wie Slow-Dingens. Okay, Crush Claw kommt hoch. Ja, schade. Schade, schade, schade. Aber okay. Will ich weiterhin mit ihm leaden? Ich meine, ich muss ihn trainieren. Ich glaube, ich mache das einfach im Grinding, oder? Ja, ich mache das im Grinding. Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal so einen Belly Drum zu fressen oder so. Deswegen würde ich einfach mal behaupten, wir gehen mal nach vorne mit Drizzlus. Weil das passt hier ganz gut in dem Environment. Ne? Wir schützen uns gegen Sandsturm und können uns gegen Boden- und Kampf-Pokémon verteidigen. Von daher, ja. Und Sandama trainiere ich dann einfach in der Grinding-Session. Das Hin- und Her-Geswitche muss ich euch jetzt echt nicht antun an der Stelle. So, Worker Shelby. Okay, das hört sich nach... Oh, Machoke sogar. Dachte Macholo, aber nein, das ist ein Machoke. Okay. Ich glaube nicht, dass er uns one-shotten kann. Ich glaube nicht, dass er uns killen kann. Das Ding ist... Warte mal. Lass uns mal kurz rechnen. Also, wir haben Confusion. Confusion hat 50 Stärke. Plus Stab sind es 75, weil es sehr effektiv ist, 150. Mit Brian kommen wir zum Beispiel mit Stab auf irgendwas unter 100. Im Regen ebenfalls auf 150. Aber Confusion ist in dem Moment der stärkere Move. Trotz Regen, weil es sehr effektiv ist. Oder? Ja, ich glaube schon. Foresight. Okay. Foresight, absolut kein Problem, Bruder. Du kannst mich inspizieren, solange du willst. Ich gebe dir schön Konfusion ins Gesicht. Und jetzt bist du sogar noch verwirrt. Siehst du? Du hättest nicht so viel recherchieren sollen. Hat sich nicht gelohnt, Bruder. Warte mal, wir outspeeden? Dann hat er irgendwas gemacht mit Minus-Prio. Oder es war ein Speed-Tie. Okay. Ah, unsere Defense. Unsere Defense wächst. Oh, Zen Headbutt. Oh. I don't know. Was haben wir für Stats?
Was haben wir für Stats mit Lashoking? Moment mal, ich guck mir mal die Stats von Lashoking an. Lashoking. Lashoking hat 75 Angriff und 100 Spezialangriff. Ja, schon einen merklich höheren. Aber 50 versus 80. Das sind 30 Unterschied. Aber ich kann verfehlen. Und Flinch ist sowieso kein Thema, weil wir nicht outspeeden. Plus kann ich so verwirren. Keep old moves. Ja. Nope. Give up on Zen. Headbutt. Ja. Ach, der hatte nur ein Pokémon. Okay. So, hier gibt es auf jeden Fall noch ein Item irgendwo. Torment. Was war Torment? Torment war irgendwie was wie Verhöhner oder sowas, ne? Und ein Äther. Da oben gibt es halt noch weitere Trainer, aber da müssen wir erstmal an Charon vorbei. Und Charon ist echt ein Biest, Mann. Hier hoch können wir nicht. Rechts von uns haben wir noch nicht erkundet, ne? Dieses Gebiet hier, oder? Fragezeichen. Können wir hier rein? Ja, wir können hier rein. Ah, wobei, Moment. Ne, da können wir eh nicht. Da können wir eh nicht hin. Okay. Okay, dann hat sich das eigentlich erledigt. Dann sind wir jetzt eigentlich komplett durch, oder? Oh, warte mal. War es nicht irgendwie... Konnte man hier nicht noch einen statischen Encounter bekommen? Irgendwie Mandibuzz oder sowas? War das nicht genau hier? Aber ich glaube, das war an einem bestimmten Tag, ne? Ich glaube, das war an einem bestimmten Tag. Freitag oder so? Kann das sein? Weiß es leider nicht mehr. Auf jeden Fall, das wäre super, super, super wertvoll. Weil das ist ein Flug-Pokémon. Ich meine, es ist ein Flug-Unlicht-Pokémon, okay. Aber Flug-Pokémon in der Käfer-Arena ist einfach das Beste, was du überhaupt machen kannst. So. Eine Perle. Ey, Ski, Ski, Ski. Okay. Dann haben wir die Route eigentlich abgearbeitet, Freunde, oder? Ich würde sagen, wir gehen zurück hier in dieses Häusel. Wollen wir Charon herausfordern? Nein, ich will nicht Charon herausfordern. Noch nicht. Noch nicht. Noch will ich Charon nicht herausfordern. So. Alright, aber ich glaube, wir haben alles hier gemacht auf der Route. Na, was wir können. Ich glaube, Charon lässt uns nicht mal da hoch. Na. Okay, hier gibt es kein Item und nichts. So, dann gehen wir mal zurück nach Stratos City, meine Freunde. Denn da haben wir noch was zu tun. Normalerweise würde ich jetzt hier ungefähr den Part beenden, weil wir schon wieder in einer halben Stunde drin sind. Und ich nicht jeden Part über Länge machen will. Aber einfach dank des crazy Supports, ne, weil so viele Freunde immer fragen, machen wir heute den Part auch noch ein bisschen länger. Ein ganz kleines bisschen, denn wir wollen noch etwas tun. Wir wollen den dritten Brasileo noch holen. Ne, noch so ein Tänzer. Die Frage ist nur, wo ist er? Wo war er? Ich glaube, am zweiten Pier, ne? Am dritten war das Schiff von Plasma und hier war der Typ, oder? Ja, da ist er. Sehr schön. Okay, Pflanze und Wasser haben wir bereits gehabt. Das heißt, Drizzlus ist auf jeden Fall unser Mann im Kampf gegen den Typen, denn er wird wahrscheinlich den dritten Affen und somit den Feueraffen haben. Dancer Raymond. Simiseer. Ja, genau. Perfekt. Sehr schön. Der kann uns absolut nichts machen. Absolut nothing. Ain't nobody tell me nothing. So, wir gehen für Brian. Killen das Teil ohne Probleme. Du kannst mich von mir aus fünfmal kritten. Du wirst nicht mal die Hälfte des Lebens abziehen. Bra! Und das ist ein OKO. 100% safe. Und jetzt bin ich gespannt, was die 3 uns ist. Wollen die jetzt zu dritt nochmal gegen uns kämpfen? Wollen die so ein Triple Battle machen? Oder geben die uns einfach was? Ich bin ein bisschen vorsichtig, ne? Weil in diesem Spiel wurden die Dreier-Battles erfunden und wir haben immerhin schon eine Arena gehabt mit so einem Dreier-Battle. Und die drei Affen erinnern mich immer so ein bisschen daran. Von daher will ich nicht ganz so dingens hier, ne? So unvorsichtig sein. By the way, hatte Stratos City nicht irgendwo noch eine Wiese, wo man irgendwie noch ein Pokémon fangen konnte? Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich in meiner Black and White Toon Nuzlocke Challenge im Hürdenmodus, by the way, falls ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt auschecken,
Ich glaube, ich habe hier in der Stadt irgendwie ein Pokémon noch gefangen. Und ich habe hier noch trainiert. Denn hier habe ich ein paar Ordochs geplättet. Die ich... Ne? So. Thanks, man. I've got the best team in the world here. That's how I feel. Oh, wir bekommen das Münzamulett. Okay, cool. Alright, ich glaube, das war's jetzt, ne? Irgendwo, Freunde, irgendwo hat es eine Wiese gehabt und da habe ich trainiert mit den Ordochs. Da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Ich habe einfach keine Ahnung mehr, wo das war, weil da können wir auf jeden Fall noch einen Encounter haben. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir dann Radfratz bekommen oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber wie kommt man da hin? Soll ich mal nachgucken? Wollen wir das heute noch machen? Komm, wir gucken das mal ganz kurz nach. Stratos City. So, Stratos City. Steht hier irgendwie, wie man... Oh, warte mal. Stratos Kanalisation. Oh, genau, da war ja was. Das war irgendwie mit einer Kanalisation, ne? Die Frage ist nur, wie komme ich da rein? Die Stratos Einall-Kanalisation ist ein Ort in Einall, der nur in Pokémon Schwarz und Weiß 2 zugänglich ist. Ah, führt zum Steg. Ah, okay, das bedeutet, wir kriegen keinen Encounter mehr hier. Das ist nur in Schwarz und Weiß 2 der Fall. Alright, schade. Schade, 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 Freunde. Da hätten wir nämlich noch definitiv einen Encounter. Wo ist... Da fehlt doch einer, oder? War hier nicht ein Typ? Ach, das war der Brasilianer hier. Die erinnern mich immer so, ne? Das ist typisch Brasileo. Das ist so ein typischer... Hier, wie heißt der Typ von Overwatch? Der Charakter? Ne, wisst Bescheid. Die sehen alle gleich aus. Die haben was Grünes an und... braune Haare mit so, nicht Rastas, sondern, boah, wie nennt man die Dinger noch gleich? Ihr wisst, was ich meine, ne? Die haben alle dieselbe Frisur, die sind irgendwie alle gleich designt. So, Freunde, das war's aber tatsächlich jetzt für diesen Part. Im nächsten werden wir ins, Team Plasma Schiff gehen, glaube ich zumindest, oder? Und da ein paar Leuten aufs Mull geben. Und dann steht schon die Arena an, meine lieben Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Haut rein, euer Sefi.